Später wird dann auch eine Frau beschrieben als leckeres Frauchen. Das ist ganz schön eklig. Also da muss ich hart abkotzen, so richtig. Als allererstes, hallo, mein Name ist Helen, euer Name ist unbekannt, freut mich trotzdem, euch kennenzulernen. Willkommen auf meinem Video. Heute geht meine Stapel ungelesener Bücher Saga in die zweite Runde. Denn ich habe mir für 2022 vorgenommen, meinen Sub abzubauen. Sub, das bedeutet alle Bücher, die ich besitze, aber noch nicht gelesen habe. Und das sind leider relativ viele. Ich habe mir auch immer mega fleißig aufgeschrieben, wenn ich tatsächlich mal ein Buch gelesen habe, das ich schon länger besitze. Und das sind ganze 3 Stück. Zu meiner Schande muss ich dazu sagen, dass wirklich alle von diesen 3 Büchern mega gut waren. Oryx und Craig von Margaret Atwood. Das ist, glaube ich, wirklich mein neuestes Lieblings-postapokalyptisches Buch, das ich je gelesen habe. Frauenliteratur, das ist jetzt auch vor 2 Jahren oder so ein bisschen getrennt. Das ist ein sehr interessantes Sachbuch gewesen. Und drittens habe ich Die verschwindende Hälfte gelesen, was auch Chef's Kiss wirklich auch eines meiner neuen Lieblingsbücher war. Die waren alle auf meinem Sub und ich habe mir dann gedacht, passt, 3 Bücher von meinem Sub. Ich meine, nicht gut, nicht schlecht, das reicht, eine 3, eine gute 3, damit kann man bestehen. Also mein Schul-Ich sozusagen, oder mein Uni-Slash-Schul-Ich ist einfach aufgestanden morgens und hat sich gedacht, so, mehr muss ich nicht machen. Genau, deswegen werden jetzt härtere Geschütze aufgeführt. Weil ich es auf freiwilliger Basis offensichtlich nicht besser hinkriege, habe ich mir jetzt eine App runtergeladen, mit der man zufällige Zahlen auswürfeln lassen kann. Yeah. Und werde ich einfach mal gucken, welche Nummer, welches Buch diese Nummer in meinem Regal hat. Dann werde ich das lesen und dann gibt es folgende Regel. Folgende geniale Regel möchte ich hinzufügen. Ich werde erstmal das erste Kapitel von dem Buch lesen, um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Und dann werde ich es entweder lesen oder ich werde es weggeben. Dieses Schicksal wird das Buch heilen, wenn ich es nicht lese. Und ich glaube, das könnte mich dazu motivieren, es tatsächlich zu lesen. Wir werden sehen, ob es für meinen Kopf funktioniert oder nicht. Sehr gut. Okay, ich fange mal an. Ich werde jetzt eine Zahl von 1 bis 100 auswürfeln. Und zwar ist es die 1. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Wir müssen die 1 nehmen. Ich hole mal schnell das erste Buch in meinem Sub. Sekunde. 2000 years later. Das erste Buch in meinem Sub ist offensichtlich schon sehr alt. Es ist Das Geheimnis von Ella und Micha von Jessica Sorensen. Oder Jessica Sorensen? Ah ne, aus den USA. Jessica Sorensen. Was weiß ich darüber? Ich habe es auf jeden Fall wegen YouTube gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Es haben ganz viele Leute empfohlen, dass es super süß ist und super schön und romantisch. Und das ist jetzt halt eigentlich gar nicht mehr, was ich lese. Also ich lese ganz wenig Liebesgeschichten über Teenager. Ich lese vor allem ganz wenig Liebesgeschichten über heterosexuelle Teenager. Und die beiden scheinen sehr hetero zu sein. Deswegen bin ich jetzt erstmal skeptisch. Aber ein bisschen Lust habe ich zurzeit auf romantische Bücher. Deswegen könnte es sein, dass es mich auch packt, wenn der Schreibstil nicht zu quirky ist. Ja, das ist, glaube ich, meine Bedingung an das Buch. Dann werde ich es lesen. Wisst ihr, dass manche Leute sagen, sie hassen Vorworte, weil da immer nur unnötige Sachen drinstehen, die nicht wichtig sind oder weil sie langweilig sind oder so? Ich habe jetzt gerade nur das Vorwort gelesen, ist nicht als Vorwort betitelt, aber es kommt vor dem ersten Kapitel. Und es ist nicht lang, aber die Hauptfigur wollte sich gerade umbringen. Also das Buch fängt einfach an, dass sie auf einer Brücke steht. Sie hat irgendeine nicht näher benannte Pille eingenommen und will springen. Und das Love Interest offensichtlich rettet sie davon oder hält sie auf jeden Fall davon ab. Und dann sagt er ihr, dass er sie liebt und sie sagt, sie unterbricht ihn mit einem Kuss und verschwindet dann. Ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich intensiv hier gleich eingestiegen. Ich habe es mir irgendwie ein bisschen, ich sag mal, wholesomer vorgestellt im Vorfeld. Es war nicht so eine klare Selbstmordszene. Also sie meinte irgendwie, sie wollte nur mal gucken, wie ihre Mutter sich eben umgebracht hat und sie wollte mal reinfühlen, sozusagen. Es wurde jetzt schon ziemlich angedeutet, dass sie eine harte Vergangenheit hatte und
deswegen nicht mit ihm zusammen sein kann, obwohl sie das wahrscheinlich möchte. Es kann jetzt in beide Richtungen gehen. Ich werde jetzt noch das richtige erste Kapitel lesen, auf jeden Fall, bevor ich meine Entscheidung treffe. Aber ich bin erstmal ein bisschen abgeschreckt von diesem Anfang. Also ich habe jetzt über das erste Kapitel hinaus gelesen, sogar das ganze zweite, und bin jetzt hier beim dritten. Das ist auf Seite 32, also noch nicht so weit. Aber ich habe jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, wie das Buch wird, und ich werde das jetzt abbrechen. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass das Buch total scheiße war oder so. Ich weiß jetzt, glaube ich, was der Vibe wird, was die Story ist und für wen das Buch ist. Und deswegen weiß ich schon, dass es mir nicht so viel geben wird. Aber ich verstehe total, warum das so gehypt wurde damals. Also so wie ich mich erinnere, wurde das ja damals mega gehypt. Und das erinnert mich vom Gefühl her total an diese CW-Serien, die ganz lang auf Pro7 liefen, glaube ich. Wisst ihr, sowas wie The Vampire Diaries oder Gossip Girl oder Pretty Little Liars. So Serien, in denen sich Teenager, die natürlich von Erwachsenen gespielt werden und deren Lines auch von Erwachsenen geschrieben werden, die sich so mega erwachsen verhalten und irgendwie immer so einen coolen Spruch drauf haben und sich dann so dramatisch in die Bar setzen und dann den Whisky trinken, um ihren Schmerz zu ertränken und solche Sachen. Und die so mega selbstbewusst flirten können und sich gar nicht verhalten wie echte Teenager, die aber Teenager darstellen sollen. Und die echten Teenager, die das schauen, finden das dann halt total aufregend und cool. Das Buch hat auch einfach genau solche Vibes. Also, ich hatte ein kleines Flashback hier. Das erste Kapitel fängt so an. Es ist eine von diesen klassischen Spiegelbildbeschreibungen. Mein langes, rotbraunes Haar passt gut zu meinem blassen Teint. Meine Beine sind extrem lang und mit hohen Absätzen bin ich größer als die meisten Jungen, die ich kenne. Doch das alles stört mich nicht. ja, das ist es nicht. Was? Deine langen Beine stören dich nicht? Krass. Ja, und dann ist es irgendwie so, dass dieses Vorwort gab es ja und dann fängt halt das erste Kapitel direkt damit an, dass ihr wieder zurückkommt und die wieder aufeinandertreffen. Das fühlt sich irgendwie alles so ganz schnell an. Also die hatten jetzt schon wieder ihr Aufeinandertreffen und alles ist sehr dramatisch und aufgepeitscht. Sie war jetzt auch nur 8 Monate weg, aber sie kommt wieder und die ganzen Leute, also die erste Person, die sie auf diese trifft, erkennt sie gar nicht wieder. Und sie hat sich so komplett verändert, alles hinzu, wer ist sie jetzt? Und das ist alles so ein bisschen für so eine Fantasie von Jugendlichen, glaube ich. Und nicht so mega realitätsnah, weil wenn man sagt, nach 8 Monaten, dann kommt man ja praktisch nach seinem, oder so, man kommt im zweiten Semester Uni wieder zurück zu seinen Eltern beispielsweise. Und das ist ja gar nicht so viel Zeit, da ist nicht so viel Zeit vergangen, man ist ja noch dieselbe Person. Sie hat wohl einfach ihren Goth-Style abgelegt in der Zeit und alle sind jetzt so, oh mein Gott, wie sieht sie aus? Es fällt sogar das Wort Cheerleader-Schlampe, weil sie sieht wohl aus wie diese eine Cheerleader-Schlampe. Hier der Mann hat sich dann auch, nachdem sie aufeinander getroffen sind und sie war halt gar nicht happy, ihn zu sehen, ist er erstmal in seinem Wohnheim, glaube ich, und hat sich da ein Bier rausgeholt. Die Blonde kichert, oh mein Gott, ist der böse Micha wieder da? Ich erinnere mich nicht an ihren Namen, spiele aber mit. Und oh, Babe, dann kippe ich mein Bier runter und ertränke meinen Schmerz zusammen mit Ella. Sie ist das einzige Mädchen, das mich jemals so aus der Fassung bringen kann. Und das einzige, das mich nie wollte. Obwohl sie ihn halt im Vorwort geküsst hat. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Ich glaube, er ist gerade ein bisschen dramatisch drauf. Alles fein, aber ich fühle mich nicht abgeholt von dem Buch und nicht so angesprochen. Deswegen werde ich es jetzt DNFen aus meinem Sub entfernen und jemandem, ja, weitergeben. Okay, die nächste zufällige Zahl ist die 29. Ich hole mal die 29 und ich hole auch direkt die 58. Das zweite Buch von meinem Sub, das ich diesen Monat oder diese Woche lesen werde, ist Papagei und Mamagei von Masha Kaleko. Ich habe gerade gedacht, ah, cool, Masha Kaleko hat auch ein Buch geschrieben, das wusste ich gar nicht, aber das ist ja ein Gedichtband. Darüber kann ich jetzt leider so gar nichts sagen. Ich kenne natürlich ein paar Gedichte von ihr und ich kann mir auch vorstellen, in was für einem Anflug ich mir das mal gekauft habe. Und ich freue mich auch darüber, dass ich es gekauft habe. Aber mir war das jetzt wirklich überhaupt nicht bewusst, dass ich sowas in meinem Regal habe. Deswegen bin ich gespannt, was ich dazu sagen werde. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, in Mamagei und Papagei einzulesen von Masha Kaleko. Es gibt ein Vorwort, das ist ziemlich hilfreich zum Einordnen. Bei Masha Kaleko wird beschrieben als so ein bisschen, als gleichzeitig sehr prominent zu ihrer Zeit und gleichzeitig gar nicht prominent, weil sie in Berlin, also innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin, eine ziemlich große Popularität hatte. Und als sie dann aber vor dem Dritten Reich fliehen musste und in die USA emigriert ist,
kannte man sie halt außerhalb gar nicht. Also die Nazis haben praktisch die Verbreitung ihrer Gedichte und ihre Förderung verhindert oder haben sie versucht zu verhindern. Und diese Gedichte, die hier veröffentlicht sind, die hat sie ursprünglich in der ersten Zeit in den USA für ihren kleinen Sohn geschrieben. Das sind so ganz kleine, sich reimende Gedichte. Die sind alle sehr niedlich und ein bisschen lustig. Also ich muss sagen, die haben mich jetzt relativ schnell eigentlich gecatcht. Also ich finde das echt bisher ein sehr süßes Buch. Ich lese euch mal ein Gedicht vor. Der Elefant. Sein Taillenumfang ist bombastisch, geradezu elefantastisch. Sein Habitat zumeist Ostindien. Doch auch im Zoo ist er zu Findien. Vom Temperament ein Pessimist, der Angetanes nie vergisst. In alter Zeit die Fürsten sandten als Souvenir sich Elefanten. Die großen Herren im fernen Osten von damals ließen sich's was kosten. Doch zogen sie sich nicht zu knapp als Wüste Sonderspesen ab. Ich lese Gedichte vor wie ein Kind, oder? Immer so mega auf den Reim betont. Naja, auf jeden Fall irgendwie cute und witzig und für kluge Kinder geschrieben, schätze ich. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie echt niedlich. Ich finde es gerade sehr schön. Und werde das, denke ich, fertig lesen. Ich habe Papagei und Mamagei zu Ende gelesen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war jetzt irgendwie so ein süßer Exkurs, der Spaß gemacht hat. Aber ich fühle mich nicht so richtig in der Rolle, Gedichte zu bewerten. Ich kenne mich da leider gar nicht so gut aus. Aber das war jetzt eigentlich perfekt, weil ich habe bei Gedichten immer ein bisschen das Problem, dass ich, wenn ich nicht durch den Umstand wie einen Aufsatz oder so gezwungen bin, eine Gedichtinterpretation durchzuführen, dann fällt es mir schwer, mir die Zeit zu nehmen, mich auf ein einziges Gedicht so sehr einzulassen, dass ich es dann so wirklich verstehe. Und das war jetzt bei den Gedichten halt gar nicht das Problem, weil die halt super kurz und leicht zu verstehen waren und irgendwie nicht so mega. Ja, da waren nicht so viele tausend versteckte Sachen drin und so. Und das war jetzt sehr angenehm, finde ich, um die so ein bisschen locker flockig zu lesen. Ein Gedicht würde ich euch gerne noch vorlesen. Mein Favorite. Die Fossilien. Nachts, wenn zu Bett gehen die Familien, erwacht man erst bei den Fossilien. Man rast und jazzt im Mammutballe, da wackelt die Museumshalle. Da hüpst auf Türkisch und auf Spanisch, Altdeutsch und Antediluvanisch. Der alte Brauch wird nicht gebrochen, hier schwingt man einen flotten Knochen. Man tanzt konkret und allegorisch, modern und Bauch und prähistorisch. Da staunen zu später Stunde die Mumien aus der Völkerkunde. Und wenn man Miss Fossilie wählt, das Walross stumm die Stimmen zählt, ein Saurier schwört Stein und Bein, das kann nur meine Süße sein. Ob man für Süßes schwärmt, ob Saurus, das liegt im Auge des Beschaurus. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie sowas, also sowas mag ich irgendwie gern. Ja, also ein Pluspunkt für meinen Sub. Gut, dass ich es mal gelesen habe und wir machen weiter. Und als drittes habe ich mir erwürfelt für diesen Monat Die Panne von Dürrenmatt. Eine kleine Panne? Ah ja, das ist hier so eine Miniatur-Taschenbuchausgabe. Ganz süß. Habe ich, glaube ich, sehr günstig im Internet gekriegt. Ich weiß auch noch, warum ich mir das gekauft habe. Das ist nicht so lange her. Das hat mir nämlich mein Vater empfohlen. Er hat mir erzählt, dass er das in seinen 20ern total gern gelesen hat. Und deswegen habe ich es mir auch gekauft. Aber ich bin noch nicht zum Lesen gekommen. Und jetzt habe ich es hier und werde sonst das Buch diesen Monat lesen. In Die Panne von Friedrich Dürrenmatt geht es um einen Vertreter, der lange Strecken mit dem Auto zurücklegen muss und auf einer seiner Fahrten auf dem Heimweg nach Hause eine Panne hat. Und deswegen muss er mit dem Auto an den Rand fahren und hat die Entscheidung, was er tun kann. Und er könnte zum einen mit dem Zug zurückfahren, er könnte aber auch in dem Dorf in der Nähe mal nachschauen, ob er da vielleicht irgendwo unterkommen kann, ob er da vielleicht ein bisschen Sex haben kann, ob da ein Abenteuer auf ihn wartet. Und er entschließt sich dann nicht, mit dem Zug zurückzufahren, sondern die Nacht im Dorf zu verbringen und dann am nächsten Tag zurückzufahren oder das Auto zu reparieren oder so ähnlich. Er geht dann also in das Dorf und kommt dann in ein sehr teures, großes Haus, das wohl reichen Leuten gehört, und wird da dann auch eingeladen, die Nacht zu verbringen. Der Besitzer von dem Haus ist ein ehemaliger Anwalt und hat einen Herrenabend geplant, wie er es regelmäßig tut. Da kommen seine ganzen Jura-Freunde, also lauter alte weiße Männer in der Rente, und die haben so ein kleines Hobby angefangen, dass sie Gerichtsverhandlungen nachspielen in ihren alten Berufen, aber so ein bisschen freier, ein bisschen weniger an den Gesetzen hängend.
Und ein bisschen besoffener vor allem eigentlich. Also es wird mega viel gegessen und mega viel gesoffen. Und sie laden ihn ein, da teilzunehmen als Angeklagter. Er sagt, ja, meinetwegen, ich habe aber nichts verbrochen. Und die sagen, haha, du hast nichts verbrochen, lol. Und dann entwickelt sich da so deren Kennenlernen, die Gerichtsverhandlung. Man weiß nicht so ganz, was für eine Art von Gerichtsverhandlung ist das gerade. Wie kann man die ganzen Menschen einschätzen? Was für ein Abend ist das? Und ich habe das ziemlich cool gefunden. Also ich fand es sehr spritzig und irgendwie originell. Das war gleichzeitig ein bisschen lustig und auch super spannend. Also es war irgendwie interessant, wo Dürren mal dieses Konzept hinführen möchte, was am Ende passiert, wie ernst das Ganze ist oder wie spaßig das Ganze wirklich ist. Man konnte das nicht so richtig einschätzen und das fand ich richtig cool. Der Schreibstil ist auch so mega flüssig durcheinander, also mega lange Sätze, die ineinander übergehen, so ein bisschen wie man auch spricht. Das fand ich total cool. Ich bin richtig durchgeflogen. Ich hatte ein bisschen meine Probleme mit diesem Miniaturformat. Da habe ich schon mal, glaube ich, ein Buch gelesen in so einem Mini-Taschenbuchformat, aber es ist richtig nervig. Man muss irgendwie alle zwei Sätze blättern und ich bin am Ende ein bisschen damit warm geworden, aber dafür kann das Buch ja auch nichts. Und das interessiert euch auch nicht, falls ihr wissen wollt, ob ihr die Geschichte auch lesen möchtet. Ich würde ja echt ziemlich uneingeschränkt empfehlen. Ich fand das sehr süß, ist auch ziemlich kurz, die ganze Geschichte. Am Ende fällt nur das Gespräch auch auf Frauen und da wird es ein kleines bisschen eklig, aber nicht zu sehr. Es fällt die Beschreibung, seine Frau, die wir uns als ein leckeres und gut gebautes Frauenzimmerchen zu denken haben. Später wird dann auch eine Frau beschrieben als leckeres Frauchen. Genau, also das ist ganz schön eklig. Also da muss ich hart abkotzen, so richtig. ich will gar nicht weiter drüber nachdenken, sonst kotze ich wirklich alles voll. Aber ich finde, man konnte ganz gut drüber weglesen, weil das nur diese Beschreibungen sind, die mega herablassend und widerlich und misogyn sind. Darüber kann ich hinwegsehen, weil ich es jetzt dem Schreiben nicht ankreiden möchte, weil es halt schon ein bisschen älter ist. Es geht in der Geschichte dann nicht auch um Frauenhass und es sind jetzt auch keine Frauen dabei, die sich so richtig nervig verhalten. Es ist sogar realistisch natürlich, weil das halt so alte Säcke sind, die herablassend über Frauen reden, die jünger sind, mit denen sie keinen Sex haben können. Deswegen alles realistisch, aber trotzdem ein bisschen zum Abkotzen. Deswegen muss ich es trotzdem erwähnen. Aber ein Win, würde ich sagen. Und auch der Abschluss von meiner Sub-Challenge. Also ich bin ziemlich zufrieden mit allem. Es war ziemlich schön. Ich habe zwei gute Bücher gelesen und eins halt abgebrochen, aber no hard feelings. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass das so kurze Sachen waren. Das war für den Einstieg jetzt gar nicht schlecht. Aber ich denke, ich werde da direkt bald weitermachen und mich ein bisschen mehr mit dem Zufallsmodus durch meinen Sub lesen. Ja, bleibt da gern dran, wenn es euch auch interessiert. Schreibt mir gerne, wie ihr die Bücher fandet, ob sie euch interessieren oder ob ihr auch ein bisschen euren Sub lest zurzeit oder gar nicht. Und dann sehen wir uns bei der.